seid ihr besoffen? Ich weiß nicht warum, aber alle erfolgreichen Schwerverbrecher sehen sich nach Inseln um. Vulkane sind besonders beliebt. Keine Ahnung warum. Und damit hallo, meine lieben Möchtegern-Diktatoren da draußen und herzlich willkommen zurück bei Tropico. Ja, wir machen hier weiter. Wie dem auch sei, wir werden die großen Enchilada zur Strecke bringen, indem wir ihre Insel für Verbrecher unbewohnbar machen. Verändern Sie das Umfeld, ersetzen Sie Nachtsicht durch Gerechtigkeit. Das ist der richtige Weg. Okay, wir haben das Zollland immerhin gebaut. Das könnte uns jetzt hier den Ruf bei den Alliierten verbessern. Der ist aber schon ziemlich weit oben, glaube ich, ne? Deswegen nehme ich das Geld. Es gibt eine Verbrechenswelle, Präsidente. Ich wurde auf dem Weg hierher dreimal überfallen. Als wäre ich Detektiv in einem billigen Roman. Normalerweise werden Detektive nicht überfallen, lieber Penultimo. Krimis sind der letzte Schrei. Und jetzt ist plötzlich jeder total verrückt nach Gangstern. Gangstern. Flüsterkneipe sind schwer in Mode und sie ziehen Meisterverbrecher an wie Zweck die Mäuse. Geht nicht dorthin, Präsidente. Und wenn doch, dann nicht unbewaffnet. Okay, wann war ich jemals unbewaffnet? Kriminalität ist ein gieriges Geschäft, nicht wahr? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen werden wollen. Okay, ganz genau. Ich möchte einen Teil dieses dieses saftigen Rumgeldes waschen. Also brauche ich eine Art Geschäft. Wie wäre es mit einem Restaurant abseits der Augen des Gesetzes? In diesen Sümpfen muss es ein geeignetes, schattiges Plätzchen geben. Ich will Spaghetti essen, während meine Leute sich um das Geld kümmern. Oh Gott, das ist auch schon hardcore. Das ist der dekadenteste Verbrecher, der mir jemals untergekommen ist. Besitzen Sie ein Restaurant mit einer Sicherheit unter 30? Okay, also ich muss so richtig schön den Sicherheitsinformationsraster an und dass die lokalen Werte grafisch von rot bis grün dargestellt. Wie stelle ich das Ganze an? Sicherheitsinformationsraster, Sekunde. Ich will jetzt erstmal gucken, geht das hier irgendwie? Nee, das ist was anderes, oder? Wie mache ich diese Informationsraster überhaupt an? Ist das hier? Sicherheit, Information, hallo? Geht da vielleicht was? Nee, das ist die Zeit, Weltkriege. Geht das eventuell hier so, wenn ich jetzt hier vielleicht die Polizei anmache? Regierung und Finanzen, Polizeiwache. Ah, dann sehe ich hier schon mal hier quasi Sicherheit und so weiter und so fort. Also ihr seht, ich sehe, wie das jetzt hier quasi davon beeinflusst würde. Wir können also hier ist die Sicherheit schon sehr gering. Mal gucken, ob wir sie noch weiter senken können. Wie sieht es eigentlich mit meiner Piratenbucht aus? Da müsste doch auch eher so ein bisschen mäßig sein. Oh ja, kann man schon so sagen. Ne? Also ich denke, wir machen das Restaurant direkt einfach da. Okay, gucken wir mal, wie es jetzt mit dem Restaurant aussieht. Er möchte ein Restaurant. Das kostet mich 1300, das kann ich mir gerade so leisten. Ein Restaurant mit einem Sicherheitsfaktor von willst du nicht wissen. So in der Gestalt. Geh mal näher ran. Das soll natürlich mit Hafenblick sein. Atombomben! Fakt oder Fiktion? Tropikos Wissenschaftler sagen, wir begreifen die Physik nicht. Der Palast sagt, strengt euch gefälligst an! Okay, alles klar. Ich würde es am allerliebsten wirklich dahin machen, aber ihr seht, das geht nicht, ne? Also ich muss es tatsächlich hierhin machen. Naja, was soll's. Wir kriegen das sicherlich auch noch gesenkt. Was senkt denn da noch so ein bisschen hier die Sicherheit? Was bist denn du? Das Parkdeck senkt die Sicherheit. Das ist aber lustig. Okay. Damit leben wir jetzt einfach mal. So, wir können übrigens nochmal die Verfassung jetzt natürlich anpassen, ne? Theokratie, Kirche, Staat. Theokratie. Religionsgebäude verbreiten wie Polizeiwachen Sicherheit. Anstelle von Religionsgebäuden verhaften. Anstelle von Religionsgebäuden verhaften Kriminelle. Was? Ach, Angestellte. Entschuldigung. Angestellte von Religionsgebäuden verhaften Kriminelle. Das ist aber eine krasse Vorgehensweise. Gibt es dann auch gleich so eine Inquisition, die jemand erwartet? Verringert globale Freiheit um 10 und den gesamten Tourismusindex um 5. Erhöht Ansehen der religiösen Fraktion um 10. Tropico, die gesegnete Nation, welche diesseits der Ewigkeit der gütigste und vortrefflichste Seelengemeinde in Gottes gnädigen Augen ist,
darf frohlocken, denn die Trennung von Regierung und Kirchengewalt wurde aufgehoben, auf dass niemand daran zweifeln möge, dass beide einander ebenbürtig sind. Und wir machen die Religionsfreiheit, das ist der Standardzustand. Die Regierung Tropicos ist verpflichtet, keine Gesetze bezüglich Einrichtungen zur Religion zu erlassen und deren freie Ausübung nicht zu unterbinden und somit die gesetzmäßigen Repräsentanten vor unzulässiger Beeinflussung durch den Klerus oder das Pfarramt zu schützen und die unantastbare Freiheit zur Durchführung von Gebeten, Zeremonien oder Sakramenten jeglicher Art, ob spirituell oder weltlich, zu gewährleisten. Ich habe kein Wort verstanden. Atheistischer Staat erhöht die Effizienz von Bildungs- und Forschungsgebäuden um 50%, deaktiviert Religionsgebäude, Bürger neigen weniger dazu, ihre politischen Ansichten an die religiöse Fraktion zu orientieren, da der Wille des Volkes unmissverständlich anerkannt, dass Religion das Opium für das Volk ist, wird keine Art von andächtiger Versammlung, Glaubenshandlung, sakramentalen Brauch, Gebet oder Meditation, Weihe mit albernen Hüten, Feuer- oder Wassertaufe, Schlangenbeschwörung oder Yoga erlaubt, toleriert oder berechtigt. Wir sind ein so unglaublich weltoffener Staat. Die Leute dürfen bei uns von Geburt an arbeiten und sind religionsfrei. So, also sie haben die Freiheit, religionsfrei zu werden, wenn sie es wollen oder auch nicht. Also das ist jetzt sozusagen jetzt hier zumindest unser aktueller Stand. Ich werde niemanden verbieten, sich selber ins Fegefeuer zu wünschen oder seinen Nachbarn. Das ist ja alles sowieso nur Fantasy, zumindest nicht von Presidente. Sind immer noch dabei, Fische gerade eben anzusammeln. Was haben wir denn hier nochmal? Politik. Ja, ich könnte jetzt hier die Achsenmächte loben. Die Alliierten loben. Fordert Beziehungen 41. Was passiert, wenn ich die jetzt eigentlich lobe? Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Lobt diese... Achso, das dauert, kostet 5000. Verbessert die Beziehungen natürlich so... Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Es geht halt nicht, dann geht's halt nicht. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Kann ich mit leben, vor allem, weil ich es muss. Okay. Oh, unsere Zustimmung ist wieder auf 53 gefallen. Ungünstig. 51. Warum hasst ihr mich so? Ihr lieben Leute von Tropico. Was ist euer Problem? Ich tue doch schon alles, was geht. Ich denke, eine Taverne. Warte mal, wir sind... Senkt die Sicherheit der Umgebung. Können wir ja auch noch hierhin machen, ne? Da bin ich auch relativ weltoffen für eine Senkung der Sicherheit hier. Kostet 1300. Komm, jetzt baut den Käse einfach, dann ist es hier fertig. So, und damit haben wir es schon. Geilo. Scheinbar sind Sie der große Kopf eines kriminellen Imperiums, Präsidente. Eine Abwechslung zur Politik, was? Nicht? Oh. Nein, das ist doch dasselbe. Aber hier befinden wir uns im Herzen Ihres Gebiets. Gauner mit Maschinenpistolen an jeder Ecke. Der kleine Benny und der große Louis erpressen Schutzgeld. Und die süße Lulu, Le Sugar, säuselt im Club. Wir scheffeln Geld und brauchen einen Ort, um es zu lagern. Abseits neugieriger Augen. Okay, jetzt muss ich ja noch eine Bank mit Sicherheit oder 30 besitzen. Ich weiß schon, wo ich das Ding hinbaue. Erbrachte Zinsen durch Banken. Okay, das kriegen wir hin. Die Banksicherheit zu senken ist das Leichteste. Die Bank zu haben, eher nicht so. So, Bank kostet 7. Okay, wir müssen kurz noch ein bisschen warten. Das Leben ist hart und ungerecht. Auf Tropico. Aber ich habe nichts anderes erwartet, liebe Freunde. Ich habe nichts anderes erwartet. So, wie sieht es denn eigentlich noch mit Verordnungen aus? Die Prohibition läuft noch volle Kanne. Ich kann sie allerdings auch wieder ausmachen, ne? Jetzt habe ich sie mal wieder ausgemacht. Ich glaube, dadurch sind die Leute jetzt wieder... Ja, hat auf jeden Fall die Unterhaltungsgebäude-Effizienz wieder erhöht. Erhöht auch die Effizienz aller anderen Gebäude. Ah ne, senkt sie jetzt wiederum, ne? Senkt die Sicherheit um 10. Naja, ist egal. Wir lassen jetzt auf jeden Fall mal das Ding hier aus. Das kriegen wir auch anderweitig hin. Denn die Zustimmung, die Unterstützung des Volkes ist gerade eben schon granatenmäßig schlecht. So, jetzt gucken wir mal ganz, ganz kurz, wie es jetzt hier aussieht. Die Leute sind weitgehend obdachlos. Insbesondere die arme Bevölkerung ist tendenziell obdachlos. Deswegen müssen wir daran jetzt auch mal ein bisschen werkeln, damit das mal aufhört. Also mit dem Obdachlossein.
Deswegen bauen wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen Wohnraum. Ja, direkt hier so neben Stahlwerk. Warum denn nicht? So. Ich hoffe schon mal, dass das jetzt hier ein bisschen was bringt. Ich weiß auch nicht, inwiefern die Leute jetzt hier arbeitsnah wohnen wollen. Aber ich baue jetzt hier einfach mal auch hier nochmal eine Baracke hin. Und ich würde aber mal sagen, wir baracken. Nein, da haben wir ja schon was hin. Das passt ja. Da müssen wir nichts unternehmen. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Leute jetzt wieder glücklicher werden. Wir machen auf jeden Fall einen Haufen Kohle. Da brauchen wir uns keine Illusion drum machen. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Was ist denn das hier? Eine Ablenkung? Fügt aktive Ultimaten eine Option hinzu? Ich habe gar kein Ultimatum. An und für sich ist eigentlich alles gerade im Taco. Muss man sagen. Oh, mein Schweizer Bankkonto hat sich ordentlich verbessert. Finde ich eigentlich gerade eben ganz gut. So, wir sind jetzt immer noch dabei, jetzt hier gerade eben das hier zu machen. Finde ich gut. Kann ich eigentlich auch irgendwie... Wir machen noch diverse Überfälle gerade eben, wie ich gerade eben sehe. Wir haben eine Menge Überfallspunkte. Okay, kann ich irgendwie etwas machen? Schatzjagd, Überfallpunkte, verfügbares Regimewerkzeug, Blaupausen. Aber ganz ernst, die sollen einfach weiter damit machen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir gerade eben hier machen können. Zumindest aus meiner bescheidenen Sicht. Und wer mich da reden hört, der weiß ganz genau, mit Bescheidenheit hat das nichts zu tun. Oh, wir könnten ihnen moderne Waffen geben. Ein Arsenal. Vorsorgungsinstallation. Falls... Ja, ich kann dafür sorgen, dass die Leute hier sehr gerne arbeiten. Erhöht die Effizienz aller Militär- und Verteidigungsgebäude innerhalb des Radius. Ist zum Glück kein einziges drin. Ah, doch, der hier. Der eine Turm ist drin. Schick. Moderne Waffen erhöht die Feuerrate um 10%, solange der Arbeitsmodus auf die Barrikaden aktiv ist. Senkt den Unterhaltskosten um 5. Gefahren von Bränden ist reduziert. Okay, dann machen wir mal die modernen Waffen. Wie gesagt, es senkt den Unterhalt. Ich finde das gut, wenn der Unterhalt gesenkt wird. So, Angreifer verteidigt. Der Plan verläuft gut, Präsidente. Jetzt, da Recht und Ordnung herrschen, können wir ein paar Missetäter einsperren. Wir machen solche Sachen schon seit Jahren. Es geht doch nicht über einen Trip in Übersee, um ein paar Einheimische zu Tode zu erschrecken. Wir wollen verhaften, Präsidente, von Verbrechern, wenn möglich, aber das überlassen wir Ihnen. Ich dachte also einfach jetzt 10 Leute einsperren. Wer ist denn mir da gerade eben irgendwie unsympathisch? Ich muss mal gucken, wo waren nochmal hier meine Leute? Das konnte man doch irgendwo sehen, glaube ich. Ach, na, hier waren die Inforaster. Genau, Spaß, Qualität, Arbeiterbelegung, Insel. Ach. Gerade eben habe ich es gefunden, was ich vorhin gebraucht hätte. Wo ist die Bevölkerung? Gibt es da irgendwie einen Raster, der mir die Unzufriedenen zeigt? Okay, wo sind denn die unzufriedenen Leute? Die sparen wir gleich mal weg. Oh Gott, die Elizabeth Alvarez ist sogar noch eine Soldatin bei uns. Ist ja nicht zu fassen. Tja, ich würde aber mal sagen... Ja, du bist auch jetzt festgenommen, weil sowas kann ich hier gar nicht brauchen. Der hier auch. Gibt's hier wohl echt nicht. Der ist auch unzufrieden. Festnehmen. Sofort. Was kostet es eigentlich? Kostet es jedes Mal Geld? Ich hoffe nicht. Wer bist denn du? Die Raquel Diaz hat eine Universitätsbildung und ist ein Verbrecher, ganz offiziell. Dann ausnahmsweise wird man einen Verbrecher sogar festnehmen. Schönes Wetter. So, aber ich guck mal gerade. Oh, das ist auch eine Verbrecherin. Universität. Festnehmen. Gibt's ja wohl echt nicht. Auch Verbrecher. Festnehmen. Wie viele von euch sind Verbrecher? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Wir sind alle kriminell. Der Einzige, der hier kriminell sein darf, bin ich. Tut mir leid. Heute bitte nicht. Die ist aber ganz schön frech. Heute bitte nicht, lieber Herr Polizist. Heute ist mir gar nicht recht. Oh mein Gott, Verbrecher. Alle, die so aussehen, sind Verbrecher. So viel zu tun. Festnehmen. Oh mein Gott. Das ist auch Verbrecher. Haben wir schon. High School. Ja, ich habe so das Gefühl, dass Verbrecher dazu neigen, eher so ein bisschen unzufrieden zu sein. Auch Verbrecher. Verzeihung. Haben wir schon, so wie es aussieht. Du hast einen Drink.
Was bist du nochmal? Arbeitslos. Das ist gerade noch so zu entschuldigen, obwohl du das Recht auf Arbeit hast. Okay, lass mal weiterlaufen. Bin mal gespannt, wie viele Leute ich jetzt hier schon eingesperrt habe. Tropikaner festgenommen. Die sind jetzt alle hier schon designiert. Was kann ich hier eigentlich machen? Umschulungsprogramm. Ungebildete Häftlinge haben eine Chance, auf 50% eine Highschool-Ausbildung zu erhalten, während sich die Strafe, ob es jetzt Unterhaltskostensteigerung sind oder Strafarbeit, senkt die Effizienz und generiert 25. Oh, Strafarbeit. Finde ich gut. Wir sind jetzt hier richtig hart unterwegs. So, gucken wir mal, wie viele Dissidenten können wir denn noch einsperren? Jetzt haben wir 85 Obdachlose. Wie kann denn das sein? Wenn hier bloß 18 sind. Keine Ahnung. Gesamtzufriedenheit. Nochmal die niedrigen. Wer von euch ist denn hier noch? Was hat er damit gemeint? Ja, du bist auch ein Verbrecher. Festnehmen. Dann haben wir hier nochmal einen Verbrecher. Okay, du bist schon quasi am festgenommen werden. Arbeitslos, arbeitslos, Highschool, arbeitslos, arbeitslos. Ah, Verbrecher. Ja, der ist schon fällig, der Kollege. Ich fühle mich beobachtet. Festnehmen. So, hier auch Verbrecher. Festnehmen. Ich bringe 25 pro. Oh, ich find das an und für sich eigentlich gerade eben ganz gut, wenn die mir tatsächlich 25 pro Dingens bringen. So viel, was hat er damit gemacht? Wir müssen diesen Knast festbekommen, Freunde. Wir müssen diesen Knast festbekommen. Der arbeitet bei der Busgarage. Ja, das kann man beinahe sogar noch als Arbeitsplatz hier durchgehen lassen. So, jetzt werden ja die Tropikaner erstmal festgenommen. Was sagt eigentlich die Polizei? Die habe ich nie irgendwie leben und leben lassen. Immer im Einsatz. Was kann ich denn noch verbessern? Zweite Schicht. Ach komm, her damit. Wir brauchen mehr Polizei. Mehr Polizei. Sehr viel mehr Polizei. Oh, wir haben nochmal hier einen weiteren Fleischdeal abgeschlossen. Einen anderen Fleischdeal, als den ich gerade eben abgesehen habe. Zucker. Nee. Keiner von denen will irgendwie gerade eben Fleisch. Ich finde das sehr, sehr bedenklich. Aber Zucker könnte man nochmal machen. Ist Zucker hier schon drin? Ja, Zucker ist schon drin. Aber es ist an und für sich ein guter Deal. Deswegen mache ich den hier gleich nochmal rein. Ansonsten haben wir gerade eben leider nichts, was wir noch machen können. Fleisch lassen wir mal. Okay, passt. So, jetzt seht mal zu, dass ihr die Leute jetzt hier mal irgendwie hops nehmen, ne? Geht ja mal gar nicht. Ich kann auch mal jetzt hier dafür sorgen, dass die jetzt hier mal ein bisschen effizienter sind. Ne? Man sieht immer, da geht die Effizienz hoch, umso mehr Geld man da reinpumpt. Effizienz. Ja, komm, ich gehe mal hier dahin. Wir machen ja auch mehr Geld, wenn die Dinger hier effizienter sind. Ja, ich muss hier da auf das hier gehen, damit hier die Effizienz auf 100% geht. Ich will überall jetzt eine Effizienz von 100 sehen. Das wäre mein Wunschtraum, mein Lebensziel. Ja, um die 100%. Nennen wir es mal so. Ich bin auch mit weniger zufrieden. Aber das werde ich dann quasi an anderer Stelle an den Leuten auslassen. So, hier gehen wir nochmal um 1 runter. Passt schon. Okay. Was machen wir hier noch? Ja, ihr seid jetzt hier momentan noch ein bisschen arg krass unterwegs, ne? Deswegen gehen wir jetzt hier auch mal runter. 110% Effizienz ist eigentlich völlig in Ordnung. Elektrischer... Warte mal. Wie denn den Zuckerverbrauch? Warum geht denn das nicht? Warum geht denn das nicht? Hä? Warum kann ich denn das hier nicht verbessern? Thunder Destillier-Apparat. Ich weiß es nicht. Dann ist es halt so. So, wir haben wieder mal 5000 Überfallpunkte gemacht. Yay! Oh, was ist denn da los? Ach, da wird jemand weggeknastet. Okay. Bin mal gespannt, ob die Polizei das jetzt hier irgendwie geschissen bekommt. Ich glaube, unsere Polizei ist einfach zu scheiße. Was will ich denn noch machen? Immer im Einsatz. Die Häuser von Mitarbeitern erhöht die Sicherheit um 10, senkt die Arbeitsqualität um 10. Ja, ich habe die Polizeiwache noch nicht erforscht, deswegen geht das auch momentan noch nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss ja auch mal diese Bank freischalten, ne? Gott, teuer, die Sau. Um Gottes Willen. Da haben wir jetzt hier endlich mal ein paar Leute im Knast. Es sind immerhin schon mal zwei. Zwei Stück immerhin. Strafarbeit, was kann ich noch machen? Verhörzimmer. Versteckte Rollen aller Familienmitglieder von Insassen werden aufgenommen. Oh. Willkommen im Stasi-Land. Wir sind ja so ein richtiges Herzchen von Mensch. Okay, gucken wir mal. Ich erhöhe jetzt mal die Geschwindigkeit.
Jetzt kommt hier gerade eben schon wieder mal der Geldtransporter. Der aquatische. Wir sind gerade eben schon wieder im Minus. Bringt mir Geld. Dankeschön. Das ist sehr, sehr gut. Gut, 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 gut. Was ist eigentlich hier falsch? Ist doch immer noch hier eine Import? Importhandel mit Alliierte. Also Import. Moment. Das habe ich ja, glaube ich, noch nie gemacht. Import, Export sortieren. Ich habe noch keinen Import gemacht. Bis jetzt habe ich nur Export gemacht. Kann ich irgendwie auch mal machen, dass ich nur Import haben will? Okay, das hier ist ja Kategorie Import, genau. Ich soll jetzt was für die Alliierten importieren. Also ich gucke jetzt erstmal nach den Alliierten. Das ist ja alles Export, aber die müssen ja irgendwo auch mal Import haben. Hier, Zucker. Was, ich soll Zucker von denen importieren? Hab den Arsch offen, als ob ich noch... Als ob ich nicht genug Zucker auf dieser Insel hätte. Na gut. Dann machen wir es einfach mal. Nee, das ist mir gerade zu teuer. Ich warte gerade eben nochmal, bis eins von diesen Dingern abgeschlossen ist. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass ich es angenommen habe, dass sie Import meinen. Na gut, dann ist es halt so. Okay, muss man durch. Muss man durch. So, meine neue Möglichkeit hier, meine Bevölkerung hier. Wie gesagt, ich setze hier mit der Strafarbeit eigentlich nur das Recht auf Arbeit durch. Das ist so. Ja, meine Anwälte sagen, das ist korrekt so. Also, das ist auf jeden Fall so, wie es sein soll. Keine Frage. Mal, wo bleiben die denn eigentlich? Ich glaube, ich brauche noch mehr Polizei. Kann das sein, dass ich noch mehr Polizei brauche? Eventuell sollte ich nochmal eine Polizei planen. Irgendwie hier so am Hafen. Die neue Serie in Tropico 6. Die Hafenpolizei. Oh yeah. Machen wir direkt mal hier so hin, so eine Polizeiwache, hier so direkt gegenüber. So, die waren natürlich jetzt wieder mal teuer, aber das nächste Schiff, was uns hoffentlich den Arsch rettet, kommt gleich. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Das wäre der Idealfall, wenn wir diese Leute dann endlich alle hier... Guck mal, der läuft in die Botschaft! Ich fasse es nicht, der läuft in die Botschaft ein und aus. Diese Typen, ey. Es scheint, als bräuchten sie größere Gefängnisse, Präsident. Da sieht man, wie gut alles läuft. Ich brauche 3 Gefängnisse. Oh, cool. Wenn Sie wissen wollen, wie fortschrittlich und entwickelt eine Kultur ist, zählen Sie Ihre Gefängnisse. Große Kulturen haben großartige Verbrecher. Aber man sollte sie auch für eine kleine Insel bauen, Präsident. Wie dieses Gefängnis in Amerika. Wie heißt es noch? Ah, Manhattan. Ich dachte, Amerika wäre insgesamt ein ganzes Gefängnis. Zumindest wenn man sich mal die prozentuale Anzahl der Bevölkerung dort anschaut, die im Knast sitzt. Ach, ich habe nichts gesagt. So, Polizei, fertig. Erhöhst gleich schon mal hier mal auf das Maximum, dass die Leute ja auch ein maximales Interesse haben, hier zu arbeiten. Und füge wir gleich schon mal eine zweite Schicht ein. Wir arbeiten jetzt hier ganz massiv daran, alle Tropikaner wegzusperren. Warum sollten die doch irgendwo anders arbeiten, wenn sie hier einfach im Knast sein könnten? Oh, hier haben wir ein richtig interessantes Problem. Ein richtig interessantes Problem. Hier sind eine Menge Leute, die eigentlich in den Knast gehören. Die werden auch hier gerade eben schon in den Knast gebracht. Oh, ist das gut. Oh, da kommt eine neue Arbeitstierlieferung, Freunde. Bin ich gerade eben begeistert. Ich glaube, ihre Begeisterung hält sich so ein bisschen in Grenzen. So, ich kann jetzt hier mal die Effizienz noch mal ein bisschen steigern. Das wäre, glaube ich, ganz gut hier, die maximale Effizienz unseres Knasts zu verbessern. Irgendwas wurde gerade eben noch abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, was es war. Ist aber auch egal. Jetzt, diese Leute generieren für uns jetzt hier ein kostenloses Einkommen. Oh, wir können auch mehr Knasts bauen. Ich liebe mein Leben. Es ist gut, Präsident zu sein. Es ist manchmal wirklich sehr, sehr gut, Präsident zu sein. Es ist schlecht, wenn man nicht Präsident ist, ne? Du kannst ein Liedchen davon singen, liebe Josefa Sidorov. Aber das ist jetzt nicht mehr dein Problem. Ah, sie war gut situiert. Schade für sie. So, da, da. Gucken wir mal. Muss mal schauen. Also, wie es aussieht, machen wir anscheinend hier eigentlich ganz, ganz gut Geld. Staatskasse, Einnahmen, 78.000 Ausgaben. Kann ich das eigentlich irgendwie aufdröseln? In wie viel Geld macht eigentlich mein Knast?
Ich glaube leider nicht. Wäre aber sehr witzig gewesen. Wir können ja nochmal eine Schatzjagd vom Zaun brechen. Und nochmal eine Schatzjagd vom Zaun brechen. Das ist alles gar kein Problem. Das System scheint sich ja selbst zu versorgen, so ein bisschen. Oh nein, es brennt unsere... Natürlich die Rumdistillerie brennt. Dass sie nicht einfach gegangen ist, das wundert mich ehrlich gesagt am allermeisten. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt am meisten erwartet. Na gut, dann halt nicht. Ich bin ja wohl schon froh, dass es nicht so gelaufen ist. Vielleicht können wir überlegen, wisst ihr, was das Geile wäre, wenn wir das jetzt hier irgendwie noch reinbringen würden. Krieg ich hier diesen Schutzturm irgendwie doch noch in die Stadt rein. Hier wäre an und für sich ganz gut. Wisst ihr, statt da unten. Ich werde diesen Schutzturm jetzt hier mal abreißen. Und der ist halt auch so ein bisschen außerhalb. Ne? Wäre besser, wenn er innerhalb wäre. Den reißen wir auch mal ab. So, der ist jetzt weg. Ich will einen neuen Schutzturm haben. Hier hin. Geh mal näher ran. Ja, das ist okay so. Und du hast hier die Grenze. Jetzt gucken wir nochmal einen weiteren Schutzturm. Da kriege ich ihn nicht hin. Da kriege ich ihn auch nicht hin. Irgendwie hier muss er doch hingehen. Also da oben würde er hingehen. Dann machen wir ihn doch auch da oben hin. Das ist noch innen drin, ne? Ah, ich habe mich verklebt. Das wollte ich nicht. Ja, also diese gesamte Fläche da oben ist eigentlich voll und ganz drin. Also ist das gar kein Problem. Der kostet auch nicht viel, der Schutzturm. So. Kommen wir da hin. Bast. Jetzt Bast wackelt und hat Luft. Ich glaube, der braucht auch keine Straßenanbindung, kann das sein. Oh, wir haben nochmal eine weitere Lieferung abgeschlossen. Jetzt können wir zum allerersten Mal eine Zuckerimportlieferung annehmen. Ich bin immer noch ein bisschen... Oh ne, ich kann auch Mais annehmen, aber ich muss es ja von den Dingens machen. Von den Dingens, von den Bums. Oh ne, warte mal, ich kann noch Zigarren. Ne, warte mal, das hier, Zucker. Mach ich das halt einfach mal. Ja, schön, ich hol mir jetzt Zucker ins Land. Ich produziere den Scheiß ja nur. Okay. Würdet ihr jetzt mal bitte löschen? Ach, die Feuerwehrautos sind immerhin schon da. Ach ja, guck mal, da brennt unser Rum. Und was hat der Rum heute so gemacht? Ach ja, ein bisschen gebrannt. Oh, gebrannter Rum. Das ist noch richtig gutes Zeug. Damit. Nein, das ist verbrannt. Entschuldigung, hab ich dir. Oh Gott. Wir haben doch mal ein bisschen Geld bekommen, das ist gut. Ich muss jetzt gerade eben noch mal ganz schnell mal schauen. Wie sieht es denn eigentlich hier um unsere Knasterei hier gerade eben bestellt aus? Hier, genau. Da sind noch einige Leute, so wie es aussieht, hier gerade eben so ein bisschen auf Freigang. Ich bin der Meinung, wir brauchen, wie er schon sagte, mehr Gefängnisse. Denn mehr Gefängnisse sind gut für Tropico. Das kostet halt 12.000, das Teil. Kann ich hier nochmal so ein Gefängnis hin machen? Nicht direkt hier, aber ich könnte hier noch so einen Knast hinsetzen. Ja, nun für sich eigentlich ganz witzig. So, genau. Bauen wir hier noch diesen Knast hin. Was kostet es, ihn schnell zu bauen? Ah, ist ein bisschen abenteuer. So, insgesamt brauche ich 3 Knaste. Oder Gefängnisse. Oh yeah, ich freue mich jetzt schon drauf, die Gesichter der Bevölkerung zu sehen. Wir haben jetzt hier nur noch eine Zustimmung von 46%, was echt doof ist. Was wollen die Leute eigentlich? Ich muss jetzt kurz mal analysieren, was die Leute wollen. So langsam aber sicher wird es wichtig. Ihre Wohnzufriedenheit ist nicht so geil. Okay. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, ich sollte da vielleicht mal was machen. Na, es gibt nach wie vor noch eine ganze Menge Leute, glaube ich, die hier so ein bisschen obdachlos sind. Auch gut situierte insbesondere. Okay. Aber um dieses Problem würde ich mal sagen, Leute, kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ne? Ich sage an dieser Stelle, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi und ade.